Das ist das Geistes- und Kulturzentrum Bugatyr Sloboda in der russischen Oblast Samara an der Wolga. Hier werden russische Traditionen gepflegt, dazu gehört auch die Hundezucht. Diese Rasse wird Sviatorus Voi genannt, übersetzt bedeutet das heiliges russisches Heulen. Diese Hunde wurden sogar in Schlachten eingesetzt. Wenn sie auf einen Feind trafen, haben sie den Krieger unterstützt. Wenn ein Krieger von mehreren Feinden angegriffen wurde, hat der Hund die Feinde abgelenkt. Das war eine alte russische, sehr arbeitsame Rasse. Wir haben uns entschieden, sie hier in der Siedlung Bugatyr Sloboda aufleben zu lassen. Ins Zuchtbuch wurde die Rasse Anfang Juli vergangenen Jahres eingetragen. Es handelt sich um eine Abbildzüchtung der alten Rasse. Uran ist ein Schäferhund-Wolfsmischling, der 2017 starb. Es wurden die Rassen Husky und Laika eingekreuzt. Mittlerweile gibt es Sviatorus Voi in der fünften Generation.